Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Ja. Einmal zum Lil und zurück und der ist schon wieder voll. So, mit dem bin ich auch wieder da. Und jetzt haben wir gesagt, können wir noch ein Stroh holen. Mit dem, was halt die letzte Folge nicht gesehen habe. Wir holen ein Stroh wie die Schweine. Das fällt ihnen auch. Und viele andere Sachen auch noch. Aber da werden wir jetzt bei Glas auffüllen, alles was wir haben. So dass wir eine schöne Produktionsrate haben. Klar, Gold haben wir wieder ein bisschen, sind wir schon wieder auf 11.000. Dank der Sonnenkollektoren oder Solaranlagen, sagen wir so. Das Gute ist, ich habe da alles schon so ziemlich beieinander für die Schweine. Oder vorgerichtet, gut vorgerichtet, sagen wir so. Wir haben Stroh, wir haben Heu, wir haben alles. Alles, was wir wollen. Stroh, ja. Also die Zuckerrüben und das Ganze. Aber das ist auch, weil ich zu wenig Felder gehabt habe bis jetzt. Bei Felder haben wir ja auch nicht besorgt. Ich weiß gar nicht, ob wir auf Ingetan schon Zuckerrüben haben. Glaube ich aber weniger. Müssen wir nachher schauen und zu überlegen, wie es ausschaut. Aber Zuckerrüben und so werden wir nachher öfters aussetzen. Das heißt, wir bräuchten oder Karotten. Das heißt, wir bräuchten für Zuckerrüben Gerät, für Karotten Gerät, für Zuckerrohr Gerät und. Also die Geräte werden da, der Fuhrpark wird da ziemlich erhöht werden. Wir ein paar wahrscheinlich da eine stellen, weil es gerade sich. Wir da entlang, sind wir gleich schnell. Schau, da stehen Palmen. Geil, der hat sich schon gemacht. Der Auffahrt weg der Erinnerungen. Vom 17er. Schaut. Steht niemand am Balkon. Helfer I hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ich gratuliere dir, dass du so blind bist. Auf der anderen Seite ist er noch, aber das siehst du nicht. Das weißt du noch nicht, das siehst du aber gleich, wenn ich dich hinbringe. Und brauchen wir eine zweite Fuhr auch. Hm? Schweine, Produktivität schon bei 79 jetzt, aber wir brauchen noch Stroh, noch mehr Wasser. Sonnenblumen kennt man in seine Hand, Kartoffel zu grün, Karotte oder Zwiebel, von dem haben wir leider nichts. Aber das können wir organisieren, ich weiß auch wie. Aber zuerst zu dir.
Das heißt, die nächste Mission wird eine Zuckerrohrmission werden. Das werden wir echt so machen. Das alles, was wir mehr einnehmen, in unseren eigenen Hänger einfallen, wenn wir die Mission in dem Sinn verendet haben und nachher nicht wegbringen, sondern für uns behalten. Das können wir alles nachher dort reinhauen. Mensch, da fällt mir noch was ein. Hatte ich ganz vergessen. Wer weiß, wie viel Lohnarbeit reserviert ist. Denn da werden wir nehmen. Lass mich mal schon schnell schauen, ob das schon voll ist, komplett. Nein, ist ja noch nicht voll. Bei Unkraut kommt. Das heißt, eins, wenn es voll ist, und so weiter, das tun wir dann nachher alles ein bisschen entfernen. Aber dafür wäre halt nicht schlecht, wenn es voll ist, damit man Hilfe dafür beschäftigen können. Für das habe ich jetzt eigentlich wenige Zeit. Da fahren wir jetzt einmal gerade um und später nachher einmal gerade zurück. Machen wir so. Weil da kann ich noch einen Helfer wieder einstellen. Und ich würde noch gerne ein bisschen zu den Schweinen noch bringen, damit die besser benannt sind. Und sie alles haben, um die Reproduktionsrate zu steigern und die Produktivität, sprich, ja, Produktivität, außer fressen, scheißen und besser machen zunächst. Das heißt, die Produktivität ist jetzt zu wachsen und Ruckeler zu kriegen. So, das heißt, wir brauchen das noch ein Stroh. Und dann schauen wir noch, wenn fressen. Und dann noch mal, glaube ich, Wasser. Hoppala. Da vorne schauen wir irgendwie nicht schlecht. Unsere Felder müssen wir da jetzt im Auge behalten, wenn ein Unkraut zu danken habe ich auch vergessen. Aber alles kein Thema. Das Gute ist, wir haben genug Stroh. Nur das Einzige, was ich jetzt schaue, ist, wenn wir über 50% schon mit dem Stroh oder nicht. Weil wenn wir überbauen, mache ich jetzt einen Hänger nicht voll, damit er leer bleibt, sollten wir ein Heu brauchen.
Oder Heu müssen entnehmen für die Pferde, beziehungsweise wenn wir ein Heu oder irgendetwas einsammeln, Heu oder Stroh, wäre nicht schlecht, oder Gras. So, dann machen wir das so. Dann schauen wir schnell nach, wie es aus geschaut hat bei die Buckeler. Stroh 22. Ja, ist knapp. Also ich glaube ein Pfund kriegen wir eine. Ein Pfund dürfen wir eine bringen. Ja, 23.000 passt. Dann brauchen die Schweine nur noch mehr Wasser, noch mehr Fressen. Schauen wir, von was wir noch haben. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist nächste Mission. Bis zu 100% eine Zuckerrührmission. Und da zweimal was ab. Hat einen fast vollen Korntank. Das ist sehr gut. Wenn er jetzt fast voll ist. Und dann nachher, wenn er voll ist. Wenn er voll ist, die denn die das sag schnell noch stehen lassen, noch nicht wegführen und noch einen Rest ernten, damit man Gewinn so höchst wie möglich habe das setzen. Und mit den nächsten von Hänger ist die Mission eigentlich schon voll. 75 haben wir schon weggebraucht. Super. Der hat einen vollen Kundank. Komme ich gleich. So, passt das eine jetzt oder nicht? Ist ein Scherz, oder? Ich kann das nicht voll auffüllen. Okay. Passt. Lass jetzt da mal stehen. Belassen wir es einmal dabei. Dann füllen wir den Traktor mit dem Hänger. Dass der Helfer da mal weitermachen kann. Dann können wir inzwischen halt noch ein bisschen an Pressen besorgen. Wollen wir mit dem Retour? Der Traktor, der müsste eigentlich noch sowieso daheim bleiben. Fürs Unkraut entfernen. Jetzt überlege ich gerade, haben wir einen zweiten daheim? Wo ist der untere? Das da war ja gerade der Waldrauer, oder? Der untere, da haben wir einen Fan. Das heißt, der Case dürfte noch da drin stehen.
Wenn es mir nicht ganz täuscht. Ja, sicher schon. Weil den Pent will ich nämlich nicht umlassen, weil er gerade die Fläche Prüfung hat. Ich kann es zwar beim Käse umbauen, aber brauche ich nicht zwar mit Flächebereifung gerade, aber wenn ich immer wieder umbauen kann. So, einmal Power Foot. Passt. Und da abhängen. Ich bin gleich so frech und los als im Haufen mittendrin stehen. Das wäre ein Mekia der Hof. Gut, dann nämlich auch. Hoppala, hoppala. So. Und jetzt schauen wir aber vorher noch mal, was wir brauchen. Es wäre nämlich von der dritten Sorte wünschenswert was. Ansonsten war es im Mais. Das andere ist Gerste und so weiter. Da Sojabohnen, Sonnenblumen, Hopfen von dem. Schauen wir mal von Sonnenblumen. Dann nehmen wir einmal vor. Oder Anhänger vor. Ja, so eine Blume passt. Weil dann haben wir von dem nämlich auch schon was drinnen. Ich brauche nur mehr noch ein bisschen mehr von allem. Nur mehr. Dann sagst du, macht's auch scheiße klar. Nächstes Tier in 2 Stunden schon. Sehr gut, das passt. Mist haben wir schon 360, Gülle 160. So, Karotten, Zuckerrüben, Karotte, Zwiebel. Kartoffel, Zuckerrüben, Karotte, Zwiebel. Da haben wir nämlich nichts bei uns im Lager, was das betreffend ist. Verkauf können wir noch weiter, den Dings tut. Nimm her. Wie schaut's aus bei unserem Feld? Feld 1 ist fertig. Passt. Das heißt, wir starten da denn. Okay, was ist mit dir? Du bist da fertig. Ja, da machen wir jetzt selber noch ein fertig. Ich brauche einen Striegel. Ich glaube, das ist der nämlich da drüben. Aber der Kette dankt. Nee. Da. Haben wir noch drin. Sehr gut. Und dann kann ich nämlich dort jetzt einen Helfer beschäftigen und bei der einen das selber fertig machen. Ja. Jetzt,
und Helfer. Passt. Weil wenn's gut läuft, war dann noch ein Cloudfall 2 über bei einer Chat nur ist. Und dann nämlich machen von mir aus. So, was haben wir jetzt gesagt? Wir schauen, dass wir da eine Mission fertig bringen, damit wir, wie gesagt, die Dings, nächste Mission auch gehen, was Ernten von Zuckerrüben betreffend ist. Damit wir Zuckerrüben für die Wokelage haben. Sie haben zwar schon eine ziemlich gute Reproduktionsrate, also 2 Stunden ist eh schon nicht schlecht, aber es könnte ruhig mehr sein auch. Aber das kommt eigentlich mit dem Wachstum von seinen. Zufrieden müssen sein. Und zufrieden sind sie, glaube ich, fast. Zu 100%. Schauen wir jetzt noch einmal, wie es ausschaut. Da, Tiere, Schweine. Oh, 79, ja. Das heißt, wenn wir das letzte, was dort noch fällt, auch noch auffüllen, dann werden sie wohl zufrieden sein. Also alles, was ich jetzt gerade abernten tue, bloß ein bisschen was, was dort im Hänger schon ist, jetzt schon unsere Taschen. Sehr gut. Was Rohr ausfahren. Das müssen wir Fuß dann passt. Wie schaut's aus mit dem? Wie schaut's aus? Ja, passt. Ich mache das sehr brav gut. In diesem Sinne fahre ich jetzt mit dem jetzt um. Geht es weg. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ich den Hänger entleer, beziehungsweise, ah, nicht, ja, wenn ich den Hänger entleer war, dann sage ich es auch gleich, dass ich dort schon Gold einnehme. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Rückzug, oder? Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.